buchstäblich an den berühmten seidenen Faden. Und dieser seidene Faden heißt Kommunikation. Und jetzt beginnen wir. Die Kommunikation ist das Oberoberding dieser Angelegenheit. Das ist hier ein Blick zurück. Früher, eigentlich haben die Tuaregs haben gar keine Schule, das haben sie nicht, aber irgendwie muss man die Kinder, vor allem die Buben, unterrichten. Und da sitzen hier ein paar Buben abends, wenn man nicht mal so richtig was zu tun hat, und werden einfach von den Älteren, kriegen die was gesagt. Man kann dann kaum noch was sehen in dem kleinen Zelt, aber man hört. Und wenn man das jede Woche dreimal macht, da hat man schon ganz schöne Schule. Ja, also da bleibt schon was hängen. Nur zur Orientierung, ne, Darmstadt, Timbuktu, es sind mit dem Flugzeug, das nicht über die Sahara fliegen darf, das ist zu gefährlich, sind es auch so ungefähr 5.500 oder 6.000 Kilometer die Entfernung, ganz andere Kultur. Als erste eigentlich jetzt zum Beginn das Bild des Skarabäus mit einer großen Kugel hinten dran. Da werden wir mal sehen, was wir dann mit der Schule gemacht haben. Was wir mit aus diesem Bild in der Schule gemacht haben. Sie heißt der Skarabäus, also die hat einen Bezug. Okay, auch zum besseren Verständnis. Erstmal das ein Tonmodell, ein Lehmmodell von dieser Schule. Diese Zelle, die man da oben sieht, ist einfach eine Kammer, wo der Lehrer gewisse Dinge aufbewahren kann. Die war natürlich für uns ganz willkommen, weil die den Kopf des Tieres darstellt. Und der Rest ist ihr Leib. Bislang sieht man noch nichts mehr. Am Schluss ist der ganze Käfer komplett künstlich dargestellt. Aha, hier die Zeichnung. Also das haben wir schon gehabt, das haben wir gerade gesehen. Vergesst mal diese 8 Bänke in der Links. Das ist auch noch besonders schlau, das kommt später. Und da oben sieht man es vor allem, wie wir uns dachten, das Zelt aufzuhängen. Hier können wir ein bisschen selber lesen. Es geht hier um die praktische Art, wie die Arbeit vonstatten geht. Man braucht gar nichts außer die Hände und den Lehmbau holt man aus der Erde raus. Und in einem Model, das zeigen wir gleich, werden diese Vierecke gemacht und dann haben wir den Backstein. Und die bringen den Lehm hierher, also keine Infrastruktur erforderlich. Das kann man heutzutage noch selber machen. Hier sieht man es, das ist so ein Foto, da macht er in 2 Minuten hat er eins fertig. Ich stand da so vor 500 so Dingen überall in Mali. Wird es so gemacht? Es kostet gar nichts. Also der Mensch, der später im Haus wohnen will, macht sich seine Steine selber. Aha, es ist schon ganz rasch gegangen, aber das muss man so den Ablauf etwas sehen. Da ist die Schule fertig, nicht ganz nach unseren Plänen. Ja gut, die Kommunikation war nicht so top immer. Wie lange hat die gedauert? 6 Monate vielleicht, gell? Okay. Die Schule, da muss ich eigentlich jetzt im Augenblick nicht sagen, die besonderen Details werden wir später noch sehen. Hier ist einer der Hauptschüler, das ist der Sohn von dem Wächter der Schule. Der ist schon ganz happy und hat deshalb diesen Hut angebracht, der später eine Funktion hat, aber dieser Hut ist von den Hirten dort, die den ganzen Tag draußen in der Hitze sind, der ist aus Holz und Leder konstruiert, das brauchen die. Die Pöllhirten haben alle diesen Hut. Und das ist ein authentisches Beispiel aus Mali, um zu sagen, so wird dort gebaut und das brauchen wir jetzt, weil wir auch so bauen. Wir wollten auch so bauen. Ne? Jetzt haben wir sogar Pause. Okay, man sieht die Parallele, die ist natürlich etwas sehr modern und wunderschön hingemacht, das hätte sie gar nicht machen sollen, aber gut, das wird verbindet auf Dauer. Alle wichtigen Punkte an einem Haus oder an einer Moschee oder an einer Bank werden markiert mit diesen Pylonen, die man auch in einer Reihe stellen kann oder sonst wie. Aber da, wo die stehen, weiß man, hier ist es wichtig. Und ich wollte, dass die Kinder in die Schule gehen, wissend, du, hallo, hier drin ist es, da ist es was Wichtiges. Hier machen wir keine Faxen. Noch ein anderes Detail, was man gerade hinter den 4 Pylonen auch schon sah. Diese Tür ist auch sehr berühmt in Timbuktu. Sie heißt aber die marokkanische Tür, weil sie von denen im 16. Jahrhundert übernommen haben oder aufgedrückt bekamen. Aber jedes Haus, was ich erlauben kann, hat diese ausgeschmückte Tür. Sie sitzen an derselben Stelle vor dem Eingang und zeigen uns etwas. Ich habe vorhin gesagt, vergesse mal die 8 Bänke da in der Stimmung.
Der Baumeister hat die Schule, den Hauptraum, zu klein ausgeführt. Und dann war ganz klar, dass die Bänke und die Tische weg. Die können nicht mehr machen. Aber da sitzt er jetzt schon. Die Bänke und Tische sind weg. Das heißt, die Kinder müssen am Boden sitzend lernen. Und das war natürlich, hallo, wie machen wir das? Und da haben wir dieses Moral Device erfunden, dass zunächst mal die Tasche ist, in dem er seine 7 Sachen herträgt. Nachher legt das auf seine Knie und schreibt auf der glatten Seite. Und die letzte Seite, das ist jetzt diese Seite, ist das Sitzkissen, wenn der Lehrer ihm was länger erzählt. Da muss er dann nicht heben, so schwer. Ne? Also, das haben wir da erfunden, das haben wir einen Preis bekommen. Ne? Also, weißt du, das ist ganz, da sitzt du hier am Telefon. Der muss es morgen haben. Irgendwie muss es morgen haben. Ne? Also, hier greift man zwischen dem Boden und dem Holz, kann er da sein Zeug mittragen. Aha, und jetzt, die Kinder sind natürlich ganz happy, ne? Jetzt laufst du mal oben drüber, denn die Schule hält. Hat Jula die ganzen Zahlen da reingeschrieben, das ist auch so. Aber wir sind nach außen begeistert, dass wir was Gutes gemacht haben da drüben. Ne? Und in der Wüste, ich finde, es geht, so einfach ist das nicht. Noch einmal eigentlich als Wiederholung mit dieser Erweiterung, hier die Werkstatt. Die Schule bekam Zulaufen am ersten Jahr, wir waren von 28 auf 48. Es war klar, da passt er nicht mehr rein, ob mit oder ohne Bank. Und da der Skarabäus hinter sich die Kugel hatte, seine Nahrungskugel, der läuft durch die Wüste, oh, das ist schon schnell, das mache ich jetzt, lass mir das, der läuft durch die Wüste und versucht so von den Kamelen minzige Kotstückchen herzubringen, der kann die nicht tragen, er kann sie aber als Kugel rollen. Und das macht er mit den Hinterbeinen. Und deswegen war unsere Kugel, das Runde, auf der Hinterseite, hinter der Schule. Wir wollten den Skarabäus nachbauen. Exakt. So, das war nur zum Zeigen, Telefon, Telefon, Telefon. Also mein Beruf ist, ich kann die Sprachen, ne, und wir haben sie dirigiert. Manchmal auf zentimeterweise. Ne? Wir wollten dann eine besondere Treppe haben. Die Jule wusste warum. Der muss ja, also in etwa ist es gelungen. So, nochmal eine Auszeichnung. Die war von der World Architecture Community. Für die Schule war das? Ja, für die Schule. Also Bauwesen. Für das Bauwesen. Ich finde es etwas unglücklich, aber gut, am Anfang, ja. Natürlich ist extra das Zeltdach weggelassen, damit man innen sieht, wie es eigentlich hier gebaut ist. Jetzt von außen, normalerweise hätte das Dach viel höher sein müssen, damit das Zelt so richtig runterkommt, das haben wir nicht verstanden. Die Kinder wieder mit ihrem Mobile Device, ne? Das ist also für die ganz, ganz wichtig. Und sonst sehen wir eigentlich so nichts. Ich glaube, dass ich den kenne. Wir waren dort, bevor die Geiselnahmen waren. War der da schon dort? Bitte, wunderbar. Habe ich das jetzt gehört? Hey. Also vielen Dank an alle für die tollen Vorträge, für das tolle Publikum. Ja. Und jetzt geht es noch ein bisschen weiter mit, ja, weiß nicht, Musik und ein bisschen trinken, was zu essen da. Lasst euch gut gehen. Viel Spaß noch.